Ladies and Gentlemen, wieder da bei The Last of Us. Der Föhn läuft schon wieder, die PlayStation 4. Kriege da einen Hinweis. Okay, ja, ich bin ein bisschen lang da gestanden jetzt. Kann sein, dass mir das Spiel da einen kleinen Hinweis gibt, was weitergeht. Na gut. Mal sehen, ob es da weitergeht. Natürlich geht's da weiter. Wo sonst? Da hängt einer ab, Sicher. da. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Bin schon gespannt auf die erste Begegnung mit den Zombies oder Infizierten oder wie immer. Komm, Große. Los. Okay. Geschmeidig, geschmeidig. Okay. Okay. Genau bis daher habe ich das letzte Mal auf der PS3 gespielt. Ich glaube, den habe ich noch gekillt. Das dürfte von der Frau gewesen sein. Waren die Haare zumindest. Und ein Popschall am wohlgeformten. Ich glaube, die reagieren nur auf Geräusche. Holen wir sich mal die Flaschen. Ich habe keine Ahnung, wie tödlich das die sind, beziehungsweise war traumhaft. Ob man die von hinten killen kann oder so, ich habe keinen da. Warte mal, probieren wir mal was. Okay, das lenkt zumindest ab. Es hört mich gar nicht, oder? Kann man den von hinten killen? Soll ich den überhaupt killen? Weil ich glaube, der packt da eh gerade herum oder so, hä? Oder habe ich ihn bewusstlos? Oder jetzt eine Gehirnerschütterung? Ich glaube, der ist im Arsch. Schau dir das an. Wunderschön. Kann man den killen? Boah. Sollte man den killen? Ich weiß nicht, ob da auch ein Schuss reicht. Fuck, 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 fuck. Ja, Alter, ich zieh wie ein besoffener Matrose. Und irgendwie. Naja, fuck. Okay. Na, jetzt haben wir das zumindest gesehen. Wie das ausschaut. Ich wollte es eigentlich nur eher zeigen. Shit, natürlich nicht an meinen Skills. Ich möchte trotzdem wissen, ob man die von hinten irgendwie angreifen kann oder so. Keine, oh, okay, sehen dann eh nichts. Kann man den von hinten angreifen? Ja. Okay, das bringt mir gar nichts. Okay, scheiße. Hier geht's rüber. Naja, ich brauche ihn eigentlich nicht killen, gell, für was? Ich glaube, das okay. war's. Wir haben wohl Verbandsbackel, sehr geil. Die volle Hose. Alles klar. Wer hat eine volle Hose? Ich nicht, denn ich bin der Held. Hup! Moment. Okay, wieder ein bisschen Sokoban. Bitte die Damen. Okay. Gentleman der alten Schule, der Mann. Eindeutig. Ja, und wie komme ich jetzt, Obi? Achso. Naja, die Steuerung. Habe ich schon vorausgesagt in einer von den letzten Folgen. Gehen wir wieder hoch? Das ist verrückt. Dass das jedes Mal wieder ein bisschen zu mehr gewonnen ist. Was? Machst du Witze? Weil es gerade aktuell ist. Ich weiß nicht, ob ich da aussehen soll. Das ist, glaube ich, gerade in Wien passiert. Bei irgendeinem Tower, dass das, dass zwei Fensterputzer sind, glaube ich, da gestanden und dann ist die eine Hälfte vom Seil oder keine Ahnung abgerissen. Ich weiß nicht, wie der Tower heißt. Der ist, glaube ich, 250 Meter hoch, höchste Gebäude in Wien. Die waren da fast oben gerocht und ich finde ganz lustig, dass man ist jetzt zum Glück nichts passiert, aber dass man da jetzt genau auf sich Wagerl da herumklettern. Also.
Nomen est Omen oder so. Ja, Mann, hey, was ist denn mit dem? Okay. Kann ich gar nicht die Aussicht genießen da. Oh je, oh je. Ja, gleich der nächste, der herkommt. Nehmen wir mal Stöcke an. Ja, super. Ein frischer Stab. Okay, steckt es von selber weg. Okay. Ah, okay. Ein zweiter Puffen. Cool. Revolver. Funktioniert immer zuverlässiger unter Wasser. Bleib bei dem Mädchen. Zumindest der erste Schuss. Und wir können jetzt wechseln. Okay. Ich denke mal, der wird ein bisschen stärker sein und da werden wir auch weniger Munition finden. Ich nehme lieber die normale wieder. Ich will eh nicht da à la Rambo durch die Gänge laufen, sondern so weit wie möglich die Konflikte vermeiden. Wo geht's denn weiter? Eh nochmal da oben, oder? Da unten ist wieder was. Da bin ich da nicht hergekommen? Nein. Okay, Storyal noch besser. Lebt der noch? Ich glaube, der verwandelt sich gerade, hä? Huh? Irgendwas hat er auf jeden Fall, ja. Aber wenn der infiziert ist und ich da wirkt den, infiziere ich mich da nicht auch? Oder habe ich da einen Denkfehler? Ist das nur durch Körperflüssigkeiten sozusagen? Hm. Wo sind meine Homies? Wo sind die? Scheiße. Ja, Alter, fuck you, was ist denn mit einer? Wie läuft man denn? Wie läuft man? Jetzt stirb ich wieder mal. Shit. Da auf. Boah. Ich glaube, die können nicht klettern. Na ja, scheiße, sie können klettern. Ja, Alter, wie viel kommen denn da? Fuck! Die sind ja noch gar nicht. Shit, Mann! Nochmal auf, ist Scooby-Doo-Taktik. Einfach im Kreis laufen. Wo ist er? Was war denn das für... Alter, da geht's ja ab, hey. Der von mir aber jetzt nicht sehen. Also hören. Muss da wieder auf, hey. Weil darum haben die Penner da umgehört. Meine zwei Hombres da. Die haben genau gewusst, was sie da einlassen soll. Okay, haben wir wenigstens einmal einen sauberen Schuss. Kommt jetzt her! Neue Munition brauchen wir dringend. Lauter Revolver-Munition. Ja, der war ja fleißig, gell, Kollegas. Weil ich wieder meinen Arsch gerät. Nein, das will ich noch nicht. Ich möchte noch alles absuchen vorher. Ich glaube, dass da noch einiges herumliegt unten. Es hat nur mehr drei. Ariel war natürlich nicht schlecht. Was haben wir noch Schönes? War cool. Schattenspiele. Da waren wir noch nicht draußen, glaube ich. Aber extrem geil gemacht. Irgendwie hat man gerade voll gedacht. Das war echt lässig. Ich habe mir gedacht, ich stirb jetzt da irgendwie sowieso. Aber man kann sich eigentlich nicht gut in den Arsch selber retten. Witzig. Was haben wir da? Friesen. Feinste Ware. Ein paar Bohnen.
Also auf normal muss ich sagen, ist der Weih echt kom also kein Mod. Wirklich wahr. Das ist ja der die Sache mit den Schwierigkeitsgraden. Zumindest bei mir, dass normal fast zu leicht ist oft und der nächste höhere Schwierigkeitsgrad ist mir dann schon wieder schwer. Ja, da haben wir noch zwei Buffen-Schüsse. Ja, wir haben ja schon alles. Okay. Alles abgegrast da, dann geht's weiter. Brauchen wir nicht die Flasche. Ich trinke nicht mehr. So. Schieben wir das mal auf Zeiten. Die ganze Drecksarbeit muss ich da erledigen, unglaublich. Zwei Mädel stehen da und schauen mal wieder zu. Und jetzt? Okay, halt fest. Los. Hier, lass uns gehen. Ach so, das muss ich halten, okay. Ah, Wahnsinn. Naja, cool. Dann ist doch ein bisschen was. So, was haben wir da? Flascherl. Siehst du, kann man wieder mal was basteln. Alles klar. Da liegt ihm einiges herum. Okay, momentan schauen wir echt gut aus. Perfekt. Wenn nicht zu sagen. Wow. Dann mal Cool. los. Gehen wir's an. Jep. Wohin? Eigentlich kann der wieder aufstehen, auch, gell? Ach so, nah. Okay, wollte schon fast da springen, weil er wahrscheinlich down Hier gegangen. Können wir durch. Down, down, down. Vorsichtig. Ich weiß gar nicht, ob man da überall springen kann. Bei Uncharted ist das noch gegangen, aber habe ich relativ cool gefunden. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht, wenn irgendwelche Abgründe sind und man kann nicht runterspringen, also runterfallen. Das nimmt man ein bisschen die. Boah! Also es geht, die Illusion. Die künstlichen Grenzen, weiß nicht, warum sie das machen. Keine Ahnung. Das macht Dark Souls Ich so cool zum denke, Beispiel. wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal Dass ruhiger das sowas angehen. nicht gibt. Du willst das ruhiger angehen. Hey, du Was? sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich's sehe. Ich brauche da nichts anfertigen, oder? Hey, das Spiel ist so Perle, Leute, ich sag's euch. Es taugt mir extrem. Hammer. Lebt er noch? Oder lebt er wieder, sagen wir's so. 8 Schuss, ne? Aber ich glaube, ich habe ein paar Revolverschüsse, Munition gefunden. Hat der was für mich? Nein. Kein Snickers eingeschoben oder so. Zufällig. Taschenlampen. Ja, ist wurscht dabei. Weil die sehen mich eh nicht. Ich denke mal, dass so computerspielmäßig die verschiedenen Gegner nach der Reihe eingeführt werden. Also momentan haben wir es glaube ich noch mit den Klicker zum tun und mit Menschen. Und ich glaube, dass da noch verschiedene Zombies kommen werden. Die kenne ich halt alle noch nicht. Wird sicher noch witzig. Die Kicker, sag ich mal, sind relativ entspannt. Solange man schleicht, sag ich mal. Jawohl. Sollen wir sich was basteln, ha? Mit Bänder und Klingen. Ein Messer noch vielleicht? Naja, das steht eigentlich. Drei können wir, glaube ich, nicht mehr. Okay, dann brauchen wir nicht dann noch eine Schere, dann können wir sie wieder ein Messer bauen. Also ein Klebebandel und eine Schere bauen sie ein Messer. Heutzutage, MacGyver-Style. Falls den überhaupt noch wer kennt, ein MacGyver. Ein legendärer Fokuhila-Held aus den 80er Jahren. Kindheitsheld. Nachdem es bei uns noch ORF 1 und 2 gegeben hat. Also ich schleiche schon wieder die ganze Zeit. Da, am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen.
Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt. Ah, was das haben wir denn da? Molotow. Mhm. Okay. Muss ich jetzt aber nicht hernehmen, oder? Okay, wie nehmen wir den? Okay. Hey, ja, den werden wir wahrscheinlich gleich brauchen, denke ich mal. Das ist schon cool, wie die um und umgängen da. Schotten, alles flimmerfrei haben wir. Echt geil. Jetzt haben wir wieder Artefakt, ha? Ein Abschiedsbrief. Hat sich, glaube ich, selber angeschossen. Okay. Ja, das wissen wir schon, dass wir jetzt raus müssen. Siehst du? Nicht unsere Leute. Getränkeautomaten wird nichts gehen. Keine Coke für mich. Was haben wir? Wo bin ich? Da sind wir hier, oder? Nein, sind wir nicht. Oh, shit. Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Okay, nächste Klick, ja. Schauen wir sie dann in der nächsten Folge an, damit es spannend bleibt. Was? Leicht antippen. Okay. Na gut, wir sehen es dann, wie es weitergeht in den nächsten Folgen. Bis gleich.